So, wir waren hier stehen geblieben auf der anderen Seite von unserem Feld und ich glaube, ich möchte diese Quaderbäume hier noch ein bisschen abbauen. Ist das richtig oder ist das richtig? Bin ich ganz sicher. Naja, es ist schon wieder... Da spawnt meine Kirche noch langsam aber sicher rein. Es ist schon wieder ziemlich düster hier. Ja, ich glaube, da gehen wir erstmal noch schlafen. Mein Schwert zerbricht demnächst, ne? Naja, es macht nichts, ich habe noch eins. Okay, ja, Leute, machen wir die andere Seite einmal. Ich würde auch gleich noch kurz die Knochen mitnehmen, wenn die Quelle hier mal das Zeitliche gesegnet haben. Zack. Denn wir haben eine Menge Knochen verbraten. In den letzten Parts. Um die ganzen Bäume aufzubauen. Alter, mir hat schon gereicht, dass einer von euch Drecksviechern mir da vorne das Feld weggesprengt hat im letzten Part. Das brauche ich nicht nochmal, ja? Danke. So. Okay, spinnen können wir das. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was der Status war. Die habe ich schon alle verbunden. Die habe ich auch schon alle verbunden. Die habe ich auch schon alle verbunden. Waren wir schon fertig? Die sind verbunden, die sind verbunden. Okay, okay, hier, die untere Reihe fehlt. Okay, dann sind wir fast fertig. Das ist gut. Stimmt, wir haben das Feld dann abgeruppt im letzten Part. Ich erinnere mich. Naja, so langsam kommt es zurück, Leute. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen, irgendwie so ein paar Tage. Wir haben jetzt zwischendurch den Gamescom-Stream gehabt und den ein oder anderen Life is Strange-Stream. Und jetzt widmen wir uns wieder Minecraft. 1, 2, 3, Glowstone. 1, 2, 3. Okay, dieser Glowstone muss jetzt hier gebaut werden, wenn ich das richtig sehe. Ja, müsste. Ich prüfe das gleich nochmal. 1, 2, 3. Das heißt, da würde ich den jetzt hinhauen. Jetzt ist die Frage... Ja, genau, stimmt. Ne, weil wenn es eins tiefer wäre... Ja, genau. Ist richtig. Okay, dann machen wir das gerade. Und dann kann ich währenddessen mal ein bisschen was erzählen. Und zwar möchte ich mich mal kurz über was aufregen, was ich eigentlich schon lange nicht mehr getan habe. Ich meine, ich reg mich auch selten über irgendwas auf in meinen Videos. Von daher wird es auch einfach mal wieder Zeit an der Stelle. Wieso ist die Musik eigentlich so leise gerade? Ach, das ist dieses Twilight Princess Symphonic Movement von der Special Edition Disc von Skyward Sword damals. Auch logisch, ne? Ich meine, Twilight Princess Soundtrack auf der Skyward Sword Disc. Logisch, logisch. Hätte ich jetzt auch erwartet. Aber der ist leider zwischendurch ein bisschen leise. Ich gebe den mal den Track. Dann hören wir auch mal ein bisschen Musik vielleicht. So. 1, 2, 3. Oder ich habe einfach das falsche Audioprofil geladen und deswegen ist irgendwie die Musik zu leise. Nö, müsste passen, glaube ich. Müsste passen. Jetzt habe ich mich, Moment, jetzt bin ich wieder rausgekommen. Also, worüber ich mich eigentlich aufregen wollte, ist nicht die Musik. 1, 2, 3. Ja, jetzt hören wir auch Musik, sehr gut. Sondern Amazon tatsächlich. Amazon. Und zwar möchte ich mal ganz kurz anmerken, kann es sein, dass die Amazon-Webseite über die Jahre hinweg immer schlimmer geworden ist? Gefühlt ist es einfach unmöglich, da noch irgendetwas zu finden. Also wenn du einkaufen möchtest, du möchtest irgendwie shoppen, es ist nahezu unmöglich, da das zu finden, was du suchst. Ist jedenfalls mein Gefühl. Ich wollte in die Angebotssektion reingucken, weil die haben gerade wieder irgendwie so... Ja, Back to School, Gaming, Summer, sonst was Angebote irgendwie. Keine Ahnung, ist super random, wie das Zeug heißt und warum es das gibt. Aber ich meine, es sind halt Angebote, also who cares, ne? Amazon macht halt mal wieder Rabatte. Ne, sowas in dem Sinne. Gibt es so ein paar Sachen im Angebot. Und ich dachte mir, okay, nice, da guckst du mal rein. Weil sie hatten aus irgendeinem Grund, das sei eigentlich Gaming-focused, aber sie hatten aus irgendeinem Grund auch Blu-Rays mit drin. Ne, und ich bin ein kleiner Filmfan, Blu-Ray-Fan, wie auch immer. Also wollte ich da mal reingucken. Und mal schauen, was die so Blu-rays halt da haben. Und ja, der Witz ist jetzt halt irgendwie gewesen, dass das halt eine extra Kategorie war. Und es gab diese extra Gaming-Angebote-Kategorie, sage ich jetzt mal. Oder Gaming Week oder ja, Gaming Deals, irgendwie, wie sie es halt genannt haben. Ne? Ich weiß es nicht mehr genau, ist auch wurscht im Endeffekt. Hatten sie jedenfalls diese extra Kategorie dafür. Moment, das ergibt gar keinen Sinn, was ich hier gebaut habe, Kondus. Ja, das ist hier wieder anders.
Dann ziehen wir das einfach hier hin. Ja, oder? Ja, ist okay. Na, jedenfalls haben sie das in diese extra Kategorie gepackt, damit man halt weiß, was es im Angebot ist. Weil es war natürlich nicht jede Blu-ray im Angebot, logisch, sondern nur so ein paar ganz ausgewählt. Ich glaube 170 oder sowas DVDs und Blu-rays quasi durchgemixt waren im Angebot. Und dann habe ich da halt mal reingeguckt, im Endeffekt. Oder wollte ich reingucken, ne? Und es ist mir nicht gelungen, diese Kategorie quasi zu finden. Ne, es gibt dann halt Artikel, da steht dann quasi unten am Preis ja immer dran, dass die zu so einem Kategorie, zu so einem Angebot gehören. Und dann dachte ich halt, okay, dann rufst du einfach einen von diesen Artikeln auf und klickst da drauf, auf dieses Label, und dann wirst du da schon weitergeleitet werden. Ja, Pustekuchen, Alter. Ist halt nicht so gewesen. Ne? Also habe ich diese scheiß Kategorie nicht gefunden. Okay, dann bin ich halt gedacht, okay, ist ja ein Angebot. Klickst du mal in die Angebote-Kategorie rein, wird schon da irgendwo zur Auswahl stehen. Nö. Nö, tut es auch nicht. Dann bin ich im Endeffekt da nur hingekommen. Ne, und ich habe dann die ganzen Angebote durchgescrollt. Da hat man dann auch schon Produkte aus dieser Kategorie quasi angezeigt gehabt. Also da waren Produkte aus dieser Angebotskategorie quasi mit drin. Von dieser Aktion. Aber du konntest halt nicht irgendwie auf diese Aktion filtern. Das ging einfach nicht. Habe ich noch eine Schere dabei? Nein, na gut. Na, das ging einfach nicht. Und dann musste ich im Endeffekt tatsächlich schauen, dass ich auf dieses Werbebanner, was es auf der Startseite gibt, da musste ich draufklicken. Und dann bin ich dahin gekommen. Aber nur dann. Ich habe keinen anderen Weg gefunden, diese Angebotskategorie irgendwie aufzurufen. Das heißt, ja, du kommst halt über dieses Banner dahin. Also man hat irgendwie keinerlei Überblick mehr über die Angebote, die es auf Amazon so gibt, weil du nur auf diese allgemeine Angebot-Page kommst und ja, das siehst du halt gar nicht. Das ist total durcheinander einfach. Und da ist halt auch jede Menge Schrott drin, vor allem mittlerweile, ne? Du hast da so viele China-Dinger dann, die irgendwie alle irgendwelche random Produktnamen beziehungsweise irgendwelche random Markennamen quasi haben, die irgendwie so aus generierten Buchstaben bestehen, wo du schon direkt weißt, okay, das ist richtiger China-Schrott, der hat nicht mal eine eigene Marke quasi, sondern wurde einfach nur irgendwas zusammengebastelt halt, nach dem Motto. Ne, wo im Endeffekt das Produkt auch 2 Milliarden Mal existiert und alles dann immer nur so einen leicht abgeänderten Namen hat. Und das ist halt alles da irgendwie mit reingeschmissen. Du findest halt nichts dann da drin. Du findest da gar nichts. Also ich finde diese Seite einfach so unübersichtlich mittlerweile. Das ist wirklich heftig. Und ich habe das Gefühl, das war früher irgendwie deutlich besser. Ich meine, vielleicht ist das wirklich reine Einbildung. Aber ich würde behaupten, früher konnte man auf Amazon viel, viel besser navigieren und dann das finden, was man wollte und wurde weniger von irgendwelchen dummen Werbeangeboten zugespammt, die nicht mal richtige Angebote sind. Also Stuff halt irgendwie, ne? Also die Webseite ist wirklich, wenn du genau weißt, was du suchst, ne, einfach nur zum Raussuchen und Kaufen, das ist okay. Das ist okay. Aber wenn du einfach dich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, inspirieren lassen möchtest, ein bisschen shoppen möchtest quasi, ne, also einfach nur durchguckst, um dann halt vielleicht ein paar Angebote zu finden, die dir ins Auge springen und zu sagen, jo, nehme ich mit. Ne? Oder eben halt diese Marketing-Deals, die es ja im Endeffekt sind, ne? Wenn die halt solche Angebote am Laufen haben, ist das ja im Endeffekt einfach nur auch Marketing, beziehungsweise wie auch immer, Werbung, dass du halt da mehr bei denen kaufst in der Sekunde, mehr Geld ausgibst, wo du eigentlich kein Geld ausgeben wolltest. Ne? Aber selbst wenn die sowas halt haben, diese Deals überhaupt erstmal zu finden, so, ist nahezu unmöglich. Und das verstehe ich nicht. Es müsste eigentlich eine große Seite geben, wo diese ganzen verschiedenen Aktionen, sag ich mal, aufgelistet sind und wo du die direkt dann durchscrollen kannst, damit du halt siehst, was da quasi teilnimmt und damit du es möglichst einfach hast, da entsprechend Geld für auszugeben für so Sachen. Right? In meinem Fall, wie gesagt, waren das jetzt halt 4K Blu-rays zum Beispiel, die ich mir da holen wollte. Ich habe mir jetzt auch 2 geholt. Einmal The Batman auf 4K und einmal Suicide Squad auf 4K. Weil die halt wirklich einen guten Preis hatten. Ich habe jetzt, glaube ich, 13 Euro für die Disc gezahlt. Was halt also echt nicht teuer ist. In Bezug darauf, was so Dinger normalerweise kosten. Von daher, ja, eigentlich ganz geil. Aber ja, wie gesagt, das zu finden hat mich so genervt, dass ich kurz davor war, einfach aufzugeben. Ich meine, wie habe ich von dieser Aktion überhaupt erfahren? Ich habe in meinem Google News Feed quasi eine Seite drin gehabt, die darüber berichtet hat und halt auch einen direkten Link zu diesem Angebot-Aktion halt drin hatte dann.
Ne, und dann konnte man da durchgucken. Das habe ich auf dem Handy halt aufgerufen. Aber ich mache sowas halt viel lieber am PC. Da bin ich altmodisch. Keine Ahnung. Deswegen wollte ich das halt am PC dann durchscrollen und ja, kaufen. Und das wurde mir so schwer gemacht, diese Kategorie zu finden. Ich wusste genau nach, was ich suche. Und ich bin da nicht hingekommen. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, yo, du bist halt auch fucking blöd und blind, weil das war ja das große Werbebanner im Endeffekt, wo ich draufklicken musste und dann hätte es ja funktioniert. Aber keine Ahnung, Alter. Ich meine, vielleicht liegt das auch, also vielleicht bin ich wirklich blöd, aber diese großen Werbebanner, die ignoriere ich immer. Weil ich halt irgendwie so gelernt habe, da ist eh nur Scheiße. Right? So diese großen Werbebanner, diese großen Werbeplakate, ne? Ich meine, das lernt man doch irgendwie heutzutage von klein auf quasi. Ne? Mit den ganzen Plakaten, die irgendwo an der Straßenecke hängen und so weiter. Diese ganzen riesen Werbeplakate. Im Endeffekt, desto größer ein Werbeplakat, desto unnötig. Ne? Und desto weniger willst du das kaufen, was draufsteht. Sagen wir mal realistisch. Ist doch so im Endeffekt. Von daher habe ich es mir irgendwie so angewundert gemacht, die größten Werbeplakate oder größten Werbebanner auf irgendwelchen Webseiten einfach direkt zu ignorieren. Da gucke ich gar nicht mehr drauf. Die sehe ich gar nicht richtig. Die nehme ich gar nicht richtig wahr. Ja. Und deswegen habe ich auch nicht... Ja, habe ich das auch nicht direkt gesehen, beziehungsweise realisiert, dass es das gibt. Sondern habe mich stattdessen halt auf der Webseite durchgeklickt, wie ich das normal machen würde. Das heißt, ich wusste, ich suche eine Angebotsaktion, also gehe ich auf die Angebotkategorie. Und dann dachte ich halt, dass ich das von dort irgendwie finden würde. Pustekuchen. Tust du halt nicht. Und das verstehe ich halt wirklich einfach gar nicht, warum man das so schwer macht. Also... Ja, ich glaube tatsächlich, das Problem ist wahrscheinlich einfach, dass ich... zu manuell funktioniere quasi. Ich möchte zu viel Gewalt darüber haben, was ich wann, wo suche und kaufe. Ne? Weil jetzt zum Beispiel habe ich ja gesagt, okay, ich weiß, wie die Aktion heißt. Ich möchte spezifisch Dinge von dieser Aktion und möchte danach shoppen. Und ich glaube, das ist von denen gar nicht vorgesehen. Das will Amazon wahrscheinlich gar nicht. Die wollen, dass du einfach in diese Random-Angebote-Kategorie reinklickst und dann am besten direkt irgendein Produkt siehst, was du sonst nie gesehen hättest und dir denkst, boah, eigentlich, ja, und es sind auch nur noch 20% verfügbar und es ist 20% reduziert, boah, da muss ich zuschlagen. Na, nach dem Motto. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, jetzt wo ich darüber nachdenke. Ist das scheiße? Ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich diese Kategorie nicht gefunden habe. Weil ich einfach von der Art und Weise, wie ich da einkaufen möchte, ich die Zielgruppe bin. Das könnte durchaus sein. Weil wie gesagt, hab's ja gerade erklärt, ne? Ich, selbst wenn ich weiß, es gibt so eine Angebotsaktion, die nur darauf ausgelegt ist, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen quasi. Und ich bräuchte das jetzt eigentlich nicht, was da gerade im Angebot ist. Aber wenn ich dann trotzdem weiß, ich möchte danach shoppen gerade, dann wäre ich halt trotzdem der Typ, der das Ganze lieber manuell raussucht, ne? Der manuell dieses Angebot raussucht. Und dann gehe ich eben, wie gesagt, in die Angebotskategorie und klicke da mich da halt durch, bis ich dann zu dieser Kategorie komme, zu der ich wollte. Und das ist offensichtlich falsch. Weil es funktioniert nicht mehr. Und wie gesagt, ich sage nicht mehr, weil ich der Meinung bin, dass das früher anders war. Na? Also, keine Ahnung, ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Es würde mich mal echt interessieren, wie das bei euch mit so großen Werbebannern und sowas ist. Seid ihr da wie ich und ignoriert die einfach direkt? Oder sagt ihr, hä, nee, die sind doch offensichtlich auch... Ne? Natürlich gucke ich da drauf, weil dann finde ich auch das, was ich suche, nach dem Motto. Aber keine Ahnung, ich habe irgendwie halt, wie gesagt, immer so aus Erfahrung oder wie auch immer man es nennen möchte, quasi gelernt, die großen Werbebanner, die willst du eh nie. Ne? Das, was auf dem größten Werbebanner ist, ist das, was sie dir am ehesten quasi aufdrücken wollen, obwohl du es gar nicht brauchst. So nach dem Motto. Von daher ignoriere ich die halt wirklich immer automatisch. Ich mache das gar nicht absichtlich. Aber ich würde auf Amazon gehen und ich könnte dir nicht sagen, was gerade das große Werbebanner ist, was da beworben wurde, quasi. Was das Produkt ist oder was auch immer die Aktion ist, die gerade über das große Werbebanner beworben wird. Weil ich die halt echt nicht angucke. Also, nicht mal absichtlich irgendwie, dass ich mich zwinge, nicht drauf zu gucken oder sowas, sondern ich nehme die einfach wirklich nicht wahr. Also, ja. Keine Ahnung, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch ganz anders ist und ob ich damit alleine bin, quasi mit dieser Art und Weise Werbebanner wahrzunehmen oder einzukaufen, wie auch immer, Online-Shopping, dies, das. Aber ja, das funktioniert bei mir also tatsächlich relativ überhaupt nicht. Und das ist eigentlich schon komisch, weil an sich würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich besonders unempfänglich für Werbung wäre, im Gegenteil. Ich kaufe mir öfter mal irgendeine Scheiße. Oder ich lasse mich dazu überreden, dass ich irgendeine Scheiße bräuchte, die ich eigentlich gar nicht brauche.
Und ich meine, das ja jetzt gerade auch, ne? Ich habe sowohl The Batman als auch The Suicide Squad schon gesehen. Ich kenne die Filme. Und trotzdem, als ich gesehen habe, dass die 4K-Disc im Angebot ist, war ich so, boah, die Dinger auf 4K zu haben, wäre schon geil. Die nehmen wir jetzt mal mit. Right? Ich hätte mir die aber ansonsten jetzt niemals gekauft eigentlich. Also, oder ich hätte auch niemals geplant, mir die jetzt demnächst zu kaufen. Die waren jetzt nicht auf meiner Wishlist und ich hätte die ganze Zeit auf ein Angebot gewartet oder sowas. Das war einfach nur, die waren halt gerade da und habe ich es halt mal mitgenommen. Von daher, ist es eigentlich, ja, bin ich wirklich nicht resistent gegenüber Werbung. Aber diese Art von Werbebannern quasi, die funktioniert bei mir einfach automatisch nicht. Das ist ein bisschen komisch. So, von oben sieht das Ganze jetzt, glaube ich, schon ziemlich gut aus. Das können wir eigentlich soweit fast so stehen lassen. Da muss ich nicht mehr viel ergänzen. Ne, da ist schon, genau. Dann müssen wir jetzt gleich einmal runter und das von unten abfrühstücken. Ich glaube, von oben... Ich bin mit dem Baum immer noch nicht so ganz glücklich. Der ist mir immer noch zu groß eigentlich. Ja, Schere habe ich halt nicht mehr jetzt. Bisschen blöd. Aber ich mache da echt nur noch Stufe weg. Der ist echt... Der ist echt riesig und das muss nicht so groß sein, das Ding. Ich würde auch gerne diesen Auswuchs an der Seite, glaube ich, eigentlich wegmachen. Mache ich mal ein bisschen Licht, dass ihr was seht. Hier, diesen Teil, das kann eigentlich auch weg. Aber das brauchen wir irgendwie auch nicht. Was willst du denn jetzt schon wieder? Oder? Eigentlich brauchen wir das nicht. Kann ich das Skelett dazu bringen, den Creeper abzuknallen? Nee, ne? Schade. Eigentlich brauchen wir den Teil hier auch nicht. Komm, mach das mal weg. Ich wäre da jetzt schon fast direkt auf den Creeper runtergefallen, ne? Junge, Junge, wenn ich das ein bisschen anders gestanden hätte gerade, dann wäre schon wieder Polen offen gewesen. So, mach mal so und so. Und dann nimmst du mal diesen einen Klotz hier raus, weil der hat mir auch gar keine Daseinsberechtigung. Und jetzt die spawnen wahrscheinlich gleich die Blätter unter Marsch weg, wie das immer so ist. So. Okay, da bleiben die jetzt. Ja, lassen wir es mal so in der Art. Alter! Chill deine Basis! Rudi! Arschloch, ey. So, ich glaube, so ist der Baum ein bisschen besser. Die anderen Bäume sind soweit. Okay. So, verfolgt er mich jetzt gerade? Und der scheiß Creeper auch. Alter, zwei Creeper. Junge, chill. Habe ich einen Bogen? Nein, ich habe keinen Bogen. Das ist ein bisschen okay. So, hier muss ich noch ein bisschen... ich glaube, ich muss doch gleich mal hingehen und draufräumen. Das kann doch so nicht. Alter, kannst du das lassen? Du triffst mich nicht, Mann. Was ist denn mit dir? Kann ich den Creeper von hier oben wegschnitzeln? Ja, jetzt nicht mehr. Das ist ja... Wie? Jo, chill doch mal! Ey, Digga. Alter! Alter! Gönnt euch das mal! Was ist denn mit denen falsch gelaufen schon wieder? Jetzt komme ich hier gar nicht mehr runter, ohne mir die Knochen zu brechen. So. Die Figaros wieder, ey. Ich erst mal schlafen. Achso, warte mal, ich habe ja... Oh, ich total vergessen. Ich bin ja voll ausgestattet, seit mir das Feld... einmal geerntet haben. Nein! Nein! Das ist ein Creeper! Steh auf! Steh auf! Ah! Ah! Buh! 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 What the hell? Wo kam der denn jetzt her? Der kann nicht hier reingesprungen sein. Der muss hier drinnen gespawnt sein. Wo denn? Oh mein Gott, das war der... Oh mein Gott, das... Da, oh mein Gott, ich habe noch nie so viel Angst vor einem Creeper gehabt. Weil normalerweise, wenn du einen Creeper siehst, hast du die Möglichkeit wegzulaufen. Oder ne, wie auch immer. Oder du siehst ihn nicht, er sprengt dich einfach so. Den hier habe ich gesehen, er kam auf mich zu und ich konnte nicht weglaufen. Weil ich in dem scheiß Bett drin war. Alter... Alter! Wo ist der gespawnt? Ich verstehe das nicht. Hier unten kann er auch nicht gespawnt sein. Wo kam der Creeper her? Da
dass ich überhaupt schlafen konnte. Ich glaube, es scheint echt keine Grenze zu geben, was Schlafen mit Monstern in der Nähe angeht, ne? Das geht einfach. Alter, was ist denn mit euch? Von Arsch offen. Junge. Ja, bleib mal hier. Boah! Ja, da scheint es wirklich keine Grenze zu geben. Weil ansonsten hätte ich da niemals schlafen können dürfen eigentlich. Weil der war ja direkt neben mir. Junge, vom Creeper im Halbschlaf ermordet wäre auch wirklich einfach wieder ein anderes Statement gewesen. Wenn der jetzt einfach neben meinem Bett hochgegangen wäre, mein Hund wäre tot, meine Truhe, die da stand, wäre kaputt, mein Gebäude wäre im Arsch. Es wäre einfach alles hinüber. Das wäre so insane schlecht gewesen, wenn der da hochgegangen wäre. Das ist... Okay, ich muss mich mal wieder sammeln, Leute. Ich habe da gerade keine Worte für. Gut. War ich mit meinem Topic fertig? Ich glaube schon. Ja. Ich weiß auch gerade kein Beispiel von einer anderen Webseite als Amazon quasi. Ob ich das bei anderen Webseiten auch so habe. Aber mir fällt auch gerade keine Webseite ein, auf der ich diesbezüglich so shoppen würde, auf Amazon. Weil Amazon ist eine Webseite, auf die gehe ich schon manchmal drauf, um einfach nur zu gucken, was es gerade so für Angebote gibt. Ne? Muss ich ganz ehrlich sein, mache ich schon. Aber sonst mache ich das eigentlich nirgends. Warum sollte ich auf irgendeine andere random Webseite gehen? Ne? Also, mache ich eigentlich nicht. Also zum Shoppen halt, ne? Ich wüsste jetzt auch keine, die mir da in den Sinn kommen würde, mit der man das überhaupt machen könnte. Ich meine, klar, mein Mediamarkt und Saturn, theoretisch könnte ich das machen, aber mache ich eigentlich nur, wenn ich höre, dass die irgendwelche Angebote haben, so 3-für-2 Dinge oder sowas. Das könnten sie eigentlich langsam mal wieder machen, oder? Die könnten da so ein 3-für-2 Angebot droppen, finde ich. So bei Spielen oder Filmen, Serien. Das wäre eigentlich mal eine Sache, weil dann könnte ich mal noch ein paar Blu-rays kaufen, so ein paar Filme, die ich noch haben wollte die ganze Zeit. Noch ein paar... Ich brauche noch eine Staffel von Navy CS, glaube ich. Ich habe ja alle Staffeln Navy CS auf DVD tatsächlich, ne? Außer die letzte, jetzt die neueste. Weil die neueste war aus Deutschland. Weil ehrlich gesagt, seit Gibbs da jetzt raus ist. Ach, shit, echt jetzt? Jetzt habe ich fast befürchtet, dass das nicht reichen wird. Dann machen wir unsere letzte Schere. Und ich nutze die Gelegenheit und grabbel diese Bäume mal ein bisschen niedriger, oder? Die sind schon irgendwie... Ja, wobei andererseits jetzt, wo die so angebunden sind, sieht es okay aus. Das ist nicht mehr so massiv. Andererseits... Ja, doch. Warte mal, das sind ja nur 2 Blöcke, die ich jetzt hier habe, ne? Hier habe ich... 1, 2, 3 und dann das Ding. Und hier habe ich... 1, 2, 3 und dann müsste ich das Ding machen. Ja, ja. Dann macht die hier auch mal ein bisschen... Schutzt die mal ein bisschen zusammen. Muss die auch nur so einen Stern unten drunter haben. Ich glaube, dann ist das schon mal besser. Steam fällt mir gerade noch ein. Steam hat auch immer so große Banner da. Ich weiß nicht, ob ich auf die achte. Achte ich auf die Steam-Banner? Nicht besonders, würde ich sagen. Wobei die mir schon ins Auge springen. Wenn es da irgendwo ein Spiel quasi im Angebot gibt, was mich interessiert, dann realisiere ich das schon. Also dann dahingehend funktionieren die Steam-Banner irgendwie besser als die Amazon-Banner. Vielleicht auch einfach, weil ich das von Amazon gewöhnt bin, dass da halt so viel Scheiße auch ist, ne? Weil dann sind da halt auch Sachen wegen der und der hat das neueste Album und dann ist das so ein Rap-Album oder sowas, ne? Also das ist halt null auf meine Interessen angepasst einfach. Das ist so generisch, immer dasselbe. Vielleicht ist das das Problem, dass ich einfach gelernt habe, dass Amazon auch einfach nichts Gescheites dazu zu zeigen hat. Oder was heißt Problem, ne? Also ich meine, ich reg mich gerade darüber auf, dass es mir schwer gemacht wird, Geld auszugeben, right? Also eigentlich ist das kein Problem, wovon ich hier gerade rede. Aber ich meine... Für Amazon ist es natürlich ein Problem, weil ich halt weniger Geld ausgebe. Von daher verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht, dass deren System so funktioniert, dass ich weniger Geld ausgebe. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so der Punkt, worüber ich mich ein bisschen aufregen kann. Dass andere Leute irgendwie keinen Bock haben, mein Geld zu haben. Ne? Das triggert mich immer, wenn ich schon bereit bin, Geld auszugeben für irgendwas und dann entweder keine Möglichkeit habe, es zu kaufen oder nicht finde, wo ich es kaufen kann. Das triggert mich immer so unendlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von irgendwas. Aber wenn ich quasi mich dazu entschieden habe, irgendwas zu kaufen und ich nicht die Möglichkeit bekomme, es zu kaufen, zum Beispiel. Aus irgendeinem Grund.